also die Streckenkontrolle hat beim Befahren der Autobahn festgestellt, dass es neben der Autobahn zu Versackungstrichtern gekommen ist, hat den ganzen Fall angeguckt, hat festgestellt, der Durchlass, dass es da vielleicht herkommen kann. Daraufhin haben wir eine Brückenprüfung beauftragt. Die Brückenprüfung hat stattgefunden gestern. Da ist jemand in den Durchlass reingegangen, ist durchgegangen, hat sich alles angeguckt, hat festgestellt, an diversen Stellen ist es marode. Es kommt Wasser rein, das Wasser führt Boden mit sich, der von oben nachrutscht, dadurch dieser Trichter. Jetzt sind wir dabei zu gucken, welche Optionen gibt es, den Schaden zu sanieren, kurzfristig. Wenn wir das wissen, sagen wir Bescheid und werden es auch sofort veranlassen. Bis dahin ist allerdings die Autobahn komplett gesperrt. Und auch wenn wir saniert haben und der Verkehr wieder läuft, muss hier kurzfristig ein Neubau her. Es gibt ja Bedarfsumleitungsstrecken. An jeder Anschlussstellenausfahrt ist eine Bedarfsumleitungsstrecke. Das sind diese blauen Schilder mit der weißen Schrift, mit der Nummer drauf. Die sind immer ausgeschildert und die sind auch immer dann zu nutzen, wenn die Autobahn gesperrt ist. Und die wird auch jetzt benutzt. Wir machen es so schnell wir können, aber eine Aussage dazu kann ich leider nicht machen. Das wäre nicht seriös. Naja, erstmal machen wir ja jetzt die Sanierung, damit der Verkehr wieder fließen kann. Und dann machen wir die Neubauplanung mit einer Verkehrsführung und was auch immer dann passieren muss, wie auch immer wir das bauen. Ne?